Also mein Eindruck ist eigentlich ein ganz guter. Wie gesagt, ich war bei Taifun Korkut ein paar Mal hier beim Training und das war eine ganz andere Mannschaft auf dem Platz. Also was ich jetzt hier sehe, ist wieder eine Einheit. Hat natürlich auch mit den Ergebnissen der letzten Wochen zu tun. Ich meine, wenn man gewinnt als Mannschaft, bringt einen das immer voran. Aber seit Magath hier ist, hat man das Gefühl, dass er doch einiges verändert hat, was man eigentlich nicht dachte in der kurzen Zeit. Aber da habe ich persönlich ihn auch unterschätzt, muss ich sagen. Deswegen die Mannschaft agiert auch wieder als Mannschaft. Sie wissen auch genau, wenn sie nicht mitziehen, dann gibt es wahrscheinlich auch mal in der Kabine eins an die Backen, würde ich jetzt mal sagen. Da kann er dann, glaube ich, auch ein ganz schönes Raubein sein. Und ich finde einfach, also der Effekt, den er mitbringt, ist einfach, dass die Mannschaft kämpft. Dass die Mannschaft ja einfach Respekt vor ihm hat und auch ein bisschen für ihn spielt. Na, ich würde das Trainerteam versuchen, so zu halten, wenn ich entscheiden könnte. Also alle drei. Und dass dann Felix Magath vielleicht peu à peu den Co-Trainer zur neuen Nummer 1 macht. Ich denke, das wäre sinnvoll, weil die beiden oder auch mit Ibisevic, die erreichen das Team. Und ich würde jetzt keinen Grund sehen, wieder irgendeinen anderen zu holen.